Er sagte, Ad-Din wird in der Sprache der Araber auf die Abrechnung und auf die Vergeltung bezogen. Eine Abrechnung, Vergeltung, du belohnst jemanden oder jemand wird bestraft. Dies wurde in der Erläuterung, in dem Tafsir von folgendem Vers dargelegt, Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tag des Gerichts, weil am Tag des Gerichts wird vergelten. Die Leute werden belohnt und andere wiederum werden bestraft. Er sagte weiter, und terminologisch, istilahan, also shar'an, bedeutet es, wir reden hier über Ad-Din, ismun lima tu'ubbida bihi al-khalqu min ibadati Allahi wahdahu la sharika la bimtithali awamirihi wajtinabi zawajiri. Was bedeutet Ad-Din, die Religion? Das bedeutet, das ist ein Name für das, womit den Geschöpfen aufgelegt wurde, Gottesdienste zu verrichten. Und dies in Bezug auf die Anbetung Allahs alleine, der keinen Teilhabe hat, durch die Befolgung seiner Befehle und Vermeidung seiner Untersagungen.